Heute fällt das Urteil in einem nicht zu begreifenden Mordprozess. Es war ein Freitag vor ziemlich genau einem Jahr, an dem ein damals 64-jähriger Gerhard B. drei seiner Nachbarn erschossen hat, die mit ihm zusammen in einem Mehrfamilienhaus in Langweid in der Schubertstraße lebten. Danach ist er noch weitergefahren zu einem anderen Tatort, wo ein Sohn von seinen Nachbarn mit seiner Lebensgefährtin lebte und hat auch auf diese beiden geschossen. Zum Glück haben die beiden diesen Angriff zwar mit schweren Verletzungen, aber sie haben überlebt. Sagt mein Kollege Philipp Kinne. Wir sprechen gleich. Und KlimaaktivistInnen des Augsburger Klimacamps stürmen eine Stadtratssitzung. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, dem 26. Juli. Ich bin Moritz Weiberg. Guten Morgen. Seit 2016 ist das Augsburger Theater geschlossen, wegen Bauarbeiten. Und die werden noch etwas weitergehen. Gestern hat der Stadtrat beschlossen, dass die Sanierung weitergehen soll, auch wenn sie 77 Millionen Euro teurer wird als zunächst angenommen. Grund dafür ist, dass die Baukosten nach der Corona-Krise durch Liefer- und Personalengpässe um fast 20% in die Höhe geschossen sind. Seitdem hat sich die Lage zwar beruhigt, die Inflation in der Baubranche liegt wieder bei den langjährigen Normalwerten. Aber die Kosten bis zur Fertigstellung werden aktuell auf 417 Millionen Euro geschätzt. Beim Grundsatzbeschluss 2016 waren es noch 187 Millionen Euro gewesen. Der Plan ist, dass das Theater 2030 wieder eröffnet. Diese Sitzung des Stadtrats am Donnerstag stürmten AktivistInnen des Augsburger Klimacamps. Sie wollten der Stadtregierung eine goldene Ananas überreichen. Diese stehe für das Nichtstun der Stadtregierung beim Erreichen klimapolitischer Ziele, so die AktivistInnen. Im Stadtrat löste die Aktion Unruhe aus. Oberbürgermeisterin Eva Weber von der CSU ging unmittelbar dazwischen und verwies die AktivistInnen des Saals. Konkret werfen sie der schwarz-grünen Regierung vor, das ursprünglich geplante CO2-Restbudget der Stadt nicht einzuhalten. So würde die Stadt das Dreifache dessen ausstoßen, was eine Stadt von der Größe von Augsburg dürfte, um das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Die AktivistInnen beklagen zudem, dass von einer Mobilitätswende in Augsburg wenig zu spüren sei. Gerade hier hätte die Stadt aber viel Spielraum, um eine Mobilitätswende voranzubringen. Stattdessen wälze die Stadt ihre Verantwortung mit PR-Kampagnen auf Privatpersonen ab, die aber anders als die Stadt nicht die Möglichkeit haben, neue Buslinien einzurichten, ein sicheres Radwegenetz zu etablieren und Fußgängerzonen auszuweiten. So die AktivistInnen des Klimacamps. Die Aktion im Stadtrat war nach kurzer Zeit beendet. Als die AktivistInnen die goldene Ananas übergeben und an die Stadträte Informationszettel überreichen wollten, stand Oberbürgermeisterin Weber auf, ging auf die AktivistInnen zu und bat sie zu gehen. Letztlich verließen die AktivistInnen die Sitzung, ohne dass weitere Maßnahmen ergriffen werden mussten. Das Wochenendwetter in Augsburg wird bewölkt, heute mit maximal 26 Grad. Morgen wird's richtig schön bei 29 Grad und am Sonntag dann ein bisschen regnerisch bei maximal 24 Grad. Am 28. Juli 2023 erschoss Gerhard B. drei Menschen, die Tür an Tür mit dem Rentner in Langweid lebten. Fast genau ein Jahr danach soll heute das Urteil fallen. Darüber spreche ich jetzt mit Philipp Kinne, der den Prozess für uns beobachtet hat. Hallo Philipp. Hallo Moritz. Philipp, bevor wir über das mögliche Urteil heute sprechen, lass uns nochmal ein Jahr zurückgehen. Was genau ist da am 28. Juli passiert? Ja, es war ein Freitag vor ziemlich genau einem Jahr, an dem ein damals 64-jähriger Gerhard B. drei seiner Nachbarn erschossen hat. Das ist ein Ehepaar und eine ältere Frau, die mit ihm zusammen in einem Mehrfamilienhaus in Langweid in der Schubertstraße lebten. Danach ist er noch weitergefahren zu einem anderen Tatort, wo ein Sohn von seinen Nachbarn mit seiner Lebensgefährtin lebte und hat auch auf diese beiden geschossen. Durch die Tür hindurch, zum Glück haben die beiden diesen Angriff zwar mit schweren Verletzungen, aber sie haben überlebt. Warum hat der Angeklagte Gerhard B. das gemacht? Ja, das ist auch nach 15 Verhandlungstagen schwer zu verstehen. Fest steht, dass Gerhard B. Streit hatte mit seinen Nachbarn. Er hatte praktisch mit allen Menschen in seinem Umfeld Streit, so wirkt es zumindest vor Gericht, aber
mit seinen Nachbarn wohl besonders. Dieser Nachbarschaftsstreit ist auch der Polizei bekannt gewesen. Es gab da immer wieder Ärger in diesem Haus. Und das Spannende ist eben auch am Tag der Tat kam es zu einem Polizeieinsatz in der Schubertstraße. Da war Gerhard B. aber nicht vor Ort und die Polizei ist dann am Nachmittag wieder abgerückt. Ungefähr 2-3 Stunden später kam er zurück, bewaffnete sich und dann folgte diese schreckliche Tat. Du hast es gesagt, die haben jahrelang gestritten, die Nachbarn, der Angeklagte und seine Nachbarn. Worum ging es denn bei diesen Streitigkeiten? Ja, das ist wirklich absurd, wenn man das genauer beleuchtet, weil es ging um wirkliche Banalitäten, also Nachbarschaftsstreits, wie sie es eigentlich überall gibt. Da geht es um Mülltonnen, die zu voll sind oder Mülltonnen, die am falschen Tag an die Straße gestellt wurden. Da geht es darum, dass ein Kind zu laut ist in der Nachbarschaft. Also alles Dinge, die praktisch überall passieren, aber Gerhard B. offenbar völlig ausrasten ließen. Wie war dann der weitere Ablauf? Hat er sich direkt der Polizei gestellt und wie geständig war er? Er hat zunächst noch versucht, vor der Polizei zu flüchten. Es gab eine kurze Verfolgungsjagd durch Langwald. Aber das hatte keinen Erfolg und er hat das wohl dann auch relativ schnell eingesehen, ist auf einen Parkplatz gefahren, auf dem Firmengelände in der Nähe von Langwald, hat sich dort festnehmen lassen und hat dann auch keinen Widerstand geleistet. Und wie geständig war er jetzt im Prozess? Hat er seine Beweggründe erläutert? Nein, das hat er nicht. Er hat bis jetzt zu den Details der Tat geschwiegen. Er sagt, dass er sich daran auch nicht erinnern kann. Er hat schon ganz kurz nach der Tat, während der Festnahme gegenüber der Polizei angegeben, dass er einen Blackout hatte. Er war sich allerdings zu dem Zeitpunkt auch bewusst, dass er etwas Schlimmes getan hat. Das ist ein bisschen unklar. Auch während den Verhandlungstagen kam da immer wieder Zweifel auf, ob er sich wirklich nicht erinnern kann oder ob das eine Art Schutzbehauptung ist, auch mit Blick auf das Urteil. Jetzt gibt es ja verschiedene Annahmen über die Schuldfähigkeit von ihm. Es gibt da psychologische Gutachten und es gibt 2 Stück. Erklär mal bitte, worin die sich unterscheiden. Ja, das ist ganz interessant, weil die sehr unterschiedlich sind, diese beiden Gutachten. Man muss wissen, eines der beiden Gutachten ist von der Verteidigung in Auftrag gegeben worden. Und darin zeichnet sich das Bild eines wirklich kranken Mannes, psychisch wie körperlich, aber vor allem psychisch. Ja, wenn man dieses Gutachten liest, dann muss man eigentlich letztlich zu dem Schluss kommen, dass Gerhard B. psychisch krank ist, was zur Folge haben könnte, dass er nicht voll schuldfähig ist und dementsprechend das auch im Urteil berücksichtigt wird. Das zweite Gutachten, das es gibt, zeichnet ein etwas anderes Bild des Täters. Dieses Gutachten wurde vom Gericht in Auftrag gegeben und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Gerhard B. voll schuldfähig ist, fordert auch eine lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Heute soll das Urteil fallen. Was wird erwartet? Ja, spannend wird sein, ob das Gericht am Ende der Argumentation der Staatsanwaltschaft folgt und Gerhard B. Zu einer lebenslangen Haftstrafe, wie es bei Mord zwangsläufig ist, verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Das würde bedeuten, dass er auch nach 15 Jahren, was die Mindestlänge einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist, nicht einfach vorzeitig aus der Haft entlassen werden kann. Sollte man zu dem Schluss kommen, dass Gerhard B. tatsächlich nicht voll schuldfähig ist, wäre eine deutlich kürzere Freiheitsstrafe möglich. Heute Vormittag soll das Urteil für eine der schwersten Straftaten im Augsburger Land fallen. Infos dazu hatte Philipp Kine. Danke, Philipp. Ja, danke, Moritz. Und zum Abschluss dieser Nachrichtenwecker-Woche schauen wir noch auf das, was dieses Wochenende ansteht. Und das ist was Besonderes. Das Straßenfest La Strada findet wieder in der Innenstadt statt. Und dieses Jahr wird es mit dem Weinfest verknüpft, das zum ersten Mal heute und morgen in der Maxstraße gastiert. Bei La Strada treten 30 KünstlerInnen auf. Das Programm beginnt um 17 Uhr und endet gegen 10.
Am Sonntag geht's von 15 bis 20 Uhr. Die ganze Innenstadt wird zur Bühne. Viel los ist vor allem am Rathausplatz, Königsplatz und in der Maxstraße. Das ist das Wichtigste aus Augsburg und der Welt für diesen Freitag. Ich bin Moritz Weiberg. Schönes Wochenende. Ciao.